Erholung am Aktienmarkt. Ja, Erholung an den Aktienmärkten. Das ist für dieses Video das Thema. Ich begrüße euch. Guten Morgen, morgen. Und wir sehen hier gleich mal, starten wir gleich mal hier ganz frisch und munter mit dem S&P 500. Und ich hatte beim letzten Video schon erwähnt, dass 200-Tage-Linien, besonders beim S&P 500, doch eine recht große Aussagekraft haben, selbst in turbulenten Zeiten wie diesen. Das umso mehr bestärkt es ja die Aussagekraft oder ja die Bedeutung dieser 200-Tage-Linien. Sie sind gestern knapp drüber gelaufen. Heute testen wir letztendlich die 200-Tage-Linie, zumindest eine von den beiden, von oben her an, ja, nach unten hin. Und somit, also mit dem gestrigen Tage, mit dem Schlusskurs über diesen beiden 200-Tage-Linien, sind die 200-Tage-Linie zum, ja, zum Widerstand geworden, sozusagen. Und wenn wir diesen halten können, ja, also nach unten hin betroffen, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir dann eine weitere Erholung haben, so bis 2000, zumindest mal in diese Zone hier rein, ja, bis rauf zu 3000, na, bis rauf zu 3200, oder ein bisschen drüber hinaus, ja. Und oder vielleicht sogar bis zu diesem Level und dann so eine Art Doppeltop oder so eine Art dreifaches Top hier entstehen zu lassen. Da gibt es irgendwie so eine Formation. Ach, hier ist es jetzt nochmal mit einem Top und links und rechts zwei kleinere Tops. Naja, gut, das ist jetzt auch schon noch Zukunftsmusik. Na, da könnte es noch ein paar Wochen dauern. Das ist jetzt nur einfach ein Szenario. Und dann wird es natürlich super duper spannend. Ja? Also, wenn wir tatsächlich hier so eine Formation dann hätten, die nicht so besonders häufig vorkommt, ja, weil dazu brauchst du ja einen Top, ein größeres Top, und dann eben nochmal eins, ja. Und danach wird es echt interessant, weil das könnte dann theoretisch so einen richtigen Crash zur Folge haben. Also mit diesen Formationen, das sollte man schon genauer betrachten. Aber das ist ja noch ein weiter Weg hin. Also wir haben jetzt hier zumindest, was jetzt erstmal kurzfristig von Bedeutung ist, dass wir einfach diese Zone hier halten, ja, so bis runter 3050, 45, auch ja, meinetwegen auch gerne bis 3000. Hier diese Schlusskurse, wir sind jetzt auf dem Tageschart, ja, die so knapp unter 3000 sind, dass wir das einfach halten. Und ja, ich bin momentan in meinem Swing Trading Depot, mit dem auf das ich immer wieder referenziere, hier auch auf YouTube. Ja, ich habe da noch ein paar andere Sachen, aber das wird das Hauptsächliche. Momentan, ich habe es gestern nochmal nachgemessen, genau, weil sich die Cashquote sich ja auch immer verändert natürlich. Ne? Also wenn der Markt 5 oder 10% drauf oder runter geht, dann hast du ja wieder eine andere Cashquote als wie noch davor, ist ja logisch. Ja? Also ich bin momentan bei 55%, 50%, zwischen 50% und 55% schwankt ungefähr meine Cashquote momentan. Manche sagen, das ist noch zu viel, manche sagen, ja, ist viel zu wenig und so weiter. Am besten nicht zu viele YouTube-Videos schauen und irgendwo was lesen und Berichte und tun und machen. Normalerweise rate ich immer dazu, möglichst viele Expertenmeinungen zurande zu ziehen. Ja. Aber in so turbulenten Zeiten, wo du letztendlich, ja, wo sozusagen deine Strategie, die du ja fährst, hoffentlich, oder Strategien, auch inklusive Dividendenstrategien, ja, also langfristige Depots und so weiter, wo du eigentlich Buy and Hold, ja, wo das eigentlich deine Strategie ist und so weiter, also deine Strategien werden in solchen Zeiten extremst getestet, ja, Herz und Nieren, ja, dein Nervenkostüm, ja. Und wenn du zu viele verschiedene Sachen dir anschaust dann im Internet, ich habe es auch selber gemerkt, dann
könnte es theoretisch problematisch sein. So, ich hatte gerade einen Kundenanruf, jetzt geht es wieder weiter. Ja, das ist das Schöne an dieser Software. Man würde es jetzt theoretisch gar nicht merken, dass ich gerade 10 Minuten lang telefoniert habe, ja, wenn ich es jetzt nicht erwähnen würde. Interessant. Ja, man merkt es einfach nur hier, weil ich gerade im Live-Chart bin, dass sich der schon wieder ein bisschen nach unten hin bewegt hat. Und von daher, ja, also da werden wir uns so ein bisschen hin und her schaukeln und es wird sich entscheiden, ob wir jetzt dann nochmal oben ein paar Punkte gut machen, sprich so 100 Punkte im S&P. Oder auch hier schon wieder noch tiefere Stände sehen würden. Also ich würde fast, also wenn du mich fragst, meine persönliche Meinung, ich nehme mal an, dass wir eher noch nach oben hin 100 Punkte gut machen werden, dass wir hier ein bisschen hin und her uns schaukeln und dann irgendwann mal der Punkt kommt, wo die Leute, die letzte Woche alle raus sind, auch wieder reingehen und dann das Ganze nochmal ein bisschen nach oben schieben. Ja. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das in Kombination mit all denjenigen, die hier, ja, short gegangen sind, besonders ab diesem Punkt hier, ab diesem Zeitpunkt, also wo wir hier diese Wahnsinnstageskerze hatten hier, ins Minus rein und dann hier sozusagen ihre ganzen Sachen verkauft haben und andere, die dann hier gesagt haben, okay, wenn das Ding hier unter diese Marke fällt, dann gehe ich hier short rein. Das ist hier ungefähr so bei 3170 bis 3200 Punkte sowas, dass die immer noch short sind und die dann irgendwie sich eindecken müssen hier. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier da so in die Gegend reinlaufen. Das muss nicht unbedingt diese Woche noch passieren, wahrscheinlich nicht, aber vielleicht nächste Woche oder so. Hängt auch ein bisschen wahrscheinlich von der Nachrichtenlage ab und all diese Geschichten, ja. Also so wie es jetzt gerade aussieht, werden wir eh wieder ein bisschen runterrutschen. Wie gesagt, ich bin 50-50, mehr oder weniger 50-50 im Cash. Und ja, also wir können uns auch nochmal ganz kurz hier den Tageschart anschauen. Es ist letztendlich hier müssten wir letztendlich, wenn wir sagen mal so, die Indizes laufen ja meistens immer so ein bisschen parallel. Also es gibt ja kaum, das könnte man glaube ich auch statistisch nachrechnen, an wie vielen Tagen im Jahr der DAX in die entgegengesetzte Richtung gelaufen ist, als wie der S&P 500. Ich glaube, das sind im Durchschnitt im ganzen Jahr sind es glaube ich 3 Tage oder so. Dann gibt es irgendwo eine Statistik. Von daher, das was ich hier gesagt habe, nach oben hin, würde dann parallel, das Pendant dazu, würde dann im DAX bedeuten, also im Verhältnis sind das im DAX so 100 Punkte, im S&P sind im Verhältnis im DAX ungefähr so 200-300 Punkte. Also das heißt, hier würde es bedeuten, dass wir von unten her die 200-Tage-Linien antesten würden nochmal, ja. Und im Nasdaq würde es bedeuten, dass wir hier die 9250 irgendwie sowas antesten. Hier, wo wir sozusagen ja, eine kleine Zone haben, eine kleine Widerstandszone hier, ja, in dem Fall. Kannst du nochmal einzeichnen hier. So. Ja, was das eigentlich letztendlich für uns jetzt bedeutet, als mittelfristige Trader, also als langfristige Anleger und so weiter, ist es ja einfach so, dass wir gar nichts machen, sondern einfach unsere Sparpläne weiter ausführen, ja, und da einfach gar nicht drauf schauen, am besten die Zugänge zu den Konten gar nicht haben, ja, so dieses typische Beispiel, PIN-Code und alles, ja, in den Schredder hauen, dass du gar nicht in die Versuchung kommst, da irgendwas rumzumachen, weil langfristig werden deine Konten, also zum Beispiel die Sparpläne, die ich für meine Nichte habe, ja, die jetzt irgendwie 16 Jahre alt geworden ist, die hat noch ihr ganzes Leben vor sich, da spare ich einfach fleißig weiter, weil ich ganz genau weiß, eine Microsoft wird es auch in 5 Jahren noch geben und in 10 Jahren und so weiter. Und eine Amazon auch und von daher kein Problem. Wir reden hier mehr von Swing Trading, also darauf beziehe ich mich hier immer, weil es halt einfach bei diesen langfristigen Strategien auch nicht so viel zu besprechen gibt. Ja? Ich meine, du machst halt einfach deinen Sparplan fleißig weiter und
für die nächsten 20 Jahre und das war's. Ja. Was soll ich da groß, wie soll man daraus große Videos machen? Ja? Also von daher ist das Thema halt meistens, also immer um mittelfristige Sachen. Ja. Okay, mein Plan ist weiterhin die Cashquote einigermaßen auf 50-50 zu halten. Ich habe die Cashquote, die natürlich auch immer schwankt, das habe ich vorhin schon erklärt, schon seit Ende Dezember auf circa 50-50. Ja? Also, das habe ich in mehreren Videos bereits gesagt. Ja? Seit Ende Dezember habe ich die bereits auf 50-50. Als es zum ersten Mal zu diesen Nachrichten kam mit dem Coronavirus. Ja? Und dann zwischenzeitlich hatte ich mal 60-40. Einmal ganz kurz hatte ich 70-30, als die Wasserstoffaktien so krass angezogen waren. Ja. Aber dafür war ja auch das ganze Depot insgesamt ja, wesentlich größer, ne? Weil einfach die Buchgewinne da drinnen waren. Ja. Die es ja dann teilweise wieder runtergehauen hat, aber ich bin ja auch teilweise rausgegangen wieder. Also da bin ich quasi. Ja, ich bin mit, was Enel Asa betrifft, weiterhin jetzt im Plus. Die haben ja wieder einiges gut gemacht und sind ja letztendlich wieder da, wo wir vor 2 Wochen waren oder sowas. Ja, also von daher, oder 2,5 Wochen. Aber da mache ich dann wieder extra Videos drüber zu diesen einzelnen Aktien. Heute ging es um die Indizes und ich denke, wir sollten da einfach mal schauen. Ich würde sagen, die Tendenz, dass es sich hier so noch im S&P 100 Punkte, weitere 100 Punkte mehr oder weniger nach oben hintrudelt, ja, ist doch sehr, sehr wahrscheinlich und dass dann vielleicht sogar einige auf den Gedanken kommen, naja, sollte ich vielleicht doch wieder ein bisschen einsteigen und dann eben andere, die hier oben short gegangen sind, sich eindecken und dann wird das Ganze eben noch ein bisschen nach oben hingezogen. Alles möglich, alles denkbar. Interessant wird es dann erst wieder so richtig, ja, wenn wir hier in die 3300er-Zone kommen, ja, dann müssen wir mal sehen, wie dann auch die Wirtschaftsdaten sind und so. Das könnte hier theoretisch Q2 passieren. Ja. Okay, das soll es gewesen sein für die Indizes und was wollte ich noch sagen? Ja, ich hatte übers Wochenende, das war irgendwie so nachts um 11 Uhr, irgendeine Dame aus New York, die hatte mir da groß erzählt, wie ich die nächste Woche einschätze und so weiter. Und da habe ich gesagt, naja, was soll ich dazu sagen? Ja, und dann habe ich sie ein bisschen gefragt, wie hoch denn die Cashquote ist, weil die Cashquote ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor in deiner Strategie, ganz besonders, wenn du ja in so turbulenten Zeiten. Und dann meinte sie, naja, sie wäre letzte Woche komplett rausgegangen aus allen Aktien und hätte jetzt 400.000 Euro Cash oder 400.000 Dollar, sorry. Die Dame war halt aus New York und ich mache das ja hier komplett anonym, aber ich nehme nur dieses Beispiel nicht, um andere Leute vorzuführen. Wie gesagt, ich mache es ja komplett anonym, nur eben als Beispiel, ja. Die Dame ist halt einfach komplett raus aus allen Aktien, ja, hat jetzt 400.000 Cash. Und ich denke, das ist einfach nur repräsentativ für ganz viele andere private Anleger, die einfach raus sind. Ja, und jetzt sagen wir mal, also 400.000 Cash für einen privaten Anleger, das ist schon eine gute durchschnittliche Summe. Ja, und wenn wir das jetzt hochmultiplizieren, dann sitzen da jetzt all diese Leute, die halt diese ganzen Cash haben. Und wenn die natürlich wieder alle anfangen zu kaufen, aus welchen Gründen auch immer. Tja, dann sollte man eben auch mit dabei sein. Ja? Von daher nochmal 50-50, weil die hat verkauft, ich weiß nicht genau wann, aber wahrscheinlich nicht unbedingt am Hochpunkt. Ja? Also ich glaube nicht, dass diejenigen, die letzte Woche ihre kompletten Aktienbestände rausgeschmissen haben, ich würde meine Hand ins Feuer legen, ich würde mir Wetten trauen, ja, dass die nicht rausgegangen sind, als wir hier am Montag den ersten Abverkauf hatten. Ja, dass die hier irgendwie raus sind. Nur weil mal ein schlechter Montag drin war. Die sind erst raus, als es richtig panisch wurde. Und das war eher hier. Oder die richtige Panik kam dann erst so Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und das war hier.
Jetzt sind viele von denen sind eben hier raus. Deswegen ist ja auch diese rote Kerze entstanden. Sonst gäbe es die ja rote Kerze ja nicht. Die ist ja nur entstanden, weil eben viele raus sind. Ja. Und sitzen jetzt auf ihren Haufen Cash und sehen schon wieder seit 3, 4 Tagen, müssen zusehen, wie sich das Ganze schon wieder um 5% erholt hat. Ja. Und 5% oder sowas, 7% oder irgendwas, je nachdem, welche Aktien du eben hattest. Ja, wir reden ja hier von Leuten, die ihre Aktienbestände rausgeschmissen haben, keine Indizes, ETFs oder Futures oder sowas. Tja, es ist halt, die hatten also letzte Woche diesen wirklich schlimmen Woche mit viel Schmerzen und haben jetzt in dieser leichten Rebounds-Erholungsphase auch wieder Schmerzen, weil sie eben komplett raus sind. Ja. Das ist natürlich suboptimal. Ja? Und ich weiß genau, wie sich das anfühlt, weil ich war oft genug in solchen Situationen. Ja? Oder in ganz ähnlichen. Ja? Okay, soll es gewesen sein für dieses Video. Bis zum nächsten Mal, euer Thomas Klein und tschüss. Und ja, abonnieren tut ihr sowieso fleißig. Von daher muss ich es nicht nochmal sagen. Tschüss.